Liebe Gäste, auch ich begrüße euch, Sie, hier an unserem Tag am Grünen Hügel mit einem herzlichen Glück auf. Die Geschichte ist heute schon zwei, dreimal erzählt worden. Ich behaupte, man kann sie nicht oft genug erzählen und somit werde ich auch beginnen. Im Nachkriegswinter 46, 47 haben sich Hamburger Theaterleute auf den Weg gemacht nach Recklinghausen an der Zeche König Ludwig 4-5. Haben sie nachgefragt, ob sie Kohle bekommen können, um ihre Theaterräume zu beheizen. Wie die Bergleute damals waren und auch heute noch sind, hier wurde nicht lange gefackelt, an den Besatzungsmächten vorbei, haben sie hier alles riskiert, um den Theaterleuten zu helfen. Das ist die Geschichte, daraus entstand Kohle für Kunst, Kunst für Kohle, ihr für euch, wir für euch, ihr für uns. Und deswegen erlaube ich es mir auch heute, deutlich zu sagen, ohne uns Bergleute gäbe es diese hervorragenden Ruhrfestspiele nicht. Der 1. Mai, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ruhrfestspiele, ganz tolle Menschen hier im Kreis Recklinghausen, der Bergbau und die Bergleute alle zusammen werden niemals den Kopf in den Sand stecken, gehören hier einfach zusammen und das ist definitiv auch gut so. Letztes Jahr, 1. Mai, mit Steinkohlenbergbau. Das hat uns bewogen, das hat den Bezirk Recklinghausen bewogen, unter dem Motto, der Bergbau geht, der Kumpel bleibt, hier am 1. Mai nochmal deutlich zu zeigen, was die Bergleute, was der Bergbau für unsere Region geleistet hat. Ende des Jahres werden die letzten beiden Bergwerke, Prosper Heinel in Bottrop und Ebenbüren im Kreis Steinfurt, stillgelegt. Ich wünsche den Bergleuten, die dort noch beschäftigt sind, für den Restzeitraum ganz viel Erfolg, ganz viel Gesundheit, Sicherheit. Passt auf, weiterhin verletzt euch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass auch ihr mit Stolz und Würde die Bergwerke beenden werdet. Ich persönlich halte die Entscheidung, aus dem deutschen Steinkohlenbergbau auszuscheiden, weiterhin für falsch. Aber wir haben es gehört, die Entscheidung haben wir zu respektieren und wir haben immer gesagt, wenn wir politisch gewollt schon raus müssen, dann machen wir es sozialverträglich und mit Menschenwürde, also auf unsere Art. Kein Bergmann fällt ins Bergfreie, das ist uns gelungen und das ist auch gut so. Sozialpartnerschaft ist für mich ein ganz wichtiger Begriff. So haben wir im Bergbau über Jahrzehnte gearbeitet. IGBCE, Unternehmen, Mitbestimmung mit einer unveräußerlichen Identität, nämlich der Bergmannsehre, haben unsere Kolleginnen und Kollegen hart und viel gearbeitet. Wir waren mal 24 Bergwerke im Kreis Recklinghausen. Ich wiederhole die Zahl nochmal. 24 Bergwerke im Kreis Recklinghausen und ich sage ganz deutlich, ohne den Bergbau wäre die Region nicht die, die sie heute ist, das sage ich ganz deutlich. Wir haben viele Menschen hier mit einer guten Leistung auch außerhalb des Bergbaus, gar keine Frage. Ich erinnere noch mal daran, 1,3 Arbeitsplätze hingen an jedem Arbeitsplatz im Bergbau. Das zeigt doch mal, wie wichtig der Bergbau in unserer Region war. Ich will noch mal ein paar Zahlen auftun. 100.000 junge Menschen haben seit Gründung der RAG 1969 eine Ausbildung bei der RAG absolviert. 100.000 junge Menschen kamen hier in Brot und Arbeit. Im Jahr 1969 waren noch 180.000 Bergleute beschäftigt. 1997 waren es noch 81.000. Ich will noch mal daran erinnern, Kohlerunden haben wir viele gefahren. Oft waren wir wieder auf den Bergwerken. Da war die Tinte auf dem Papier
die ganze Vereinbarung schon nichts mehr wert. Wir haben gekämpft, wir haben solidarisch zusammengestanden. Wir haben 2007 deutlich gemacht, so geht man mit Bergleuten nicht um. Wir sind nach Düsseldorf gefahren und haben erzwungen, dass das Steinkohlefinanzierungsgesetz definitiv unterschrieben wurde. Und wer da gemeint hat, wir sind jetzt in Sicherheit, nämlich wir alle haben es gemeint, der hat sich getäuscht. 2010 hat die EU-Kommission gemeint, wir werden den Bergbau im September 2014 beenden. Wir haben immer gesagt, und wenn ich wir sage, meine ich IGBCE, Mitbestimmung und Bergleute insgesamt natürlich, alles vor 2018 geht nicht sozialverträglich, Freunde. Und wir haben gekämpft, wir waren in Brüssel, wir haben an jedem Standort Betriebsversammlungen durchgeführt und wir haben letztendlich das Steinkohlefinanzierungsgesetz Europa festgemacht und das wäre ohne eine starke Organisation mit einem starken Vorstand nicht möglich gewesen. Deswegen gilt es jetzt an dieser Stelle nochmal Danke zu sagen. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Recklinghausen, aber auch darüber hinaus für die gelebte Solidarität. Und ich habe mal gelernt, das meine ich auch ernst, Solidarität ist keine Einbahnstraße, Solidarität wird untereinander ausgetauscht. Herzlichen Dank allen Bürgerinnen und Bürgern. Ich sage nochmal Danke an unsere IGBCE. Die Worte habe ich schon gefunden. Ohne einen starken Vorstand, ohne das Einschreiten der IGBCE wäre das Ergebnis nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich beim Unternehmen für ein vertrauensvolles Zusammen, Miteinander und eine solidarische Gemeinschaft. Herzlichen Dank dafür. Und ich danke natürlich allen Bergleuten für ein hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit. Wir haben heute oft gehört, das Wort Kumpel, es steht aber auch hinter mir auf einem Transparent. Das Wort Kumpel, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat für uns Bergleute einen besonderen Klang. Es drückt die Werte, die den Bergmann seit vielen Generationen prägen, aus. Zusammenhalt, Verbundenheit, Verlässlichkeit und Mitverantwortung. Der Bergbau geht, der Kumpel bleibt und deswegen sage ich, danke Kumpel. Apropos Kumpel, Frank Hoffmann, Kumpel Frank. Ich habe mit Frank seine erste Ruhmfahrt hier gemacht und Frank, du hast gerade gesagt, wir sind hier auf Kohle geboren. Ich hatte den Eindruck, bei deinen engagierten Worten bist du vor 14 Jahren hier nochmal neu geboren worden. Du hast die Ruhrfestspiele, da drücke ich mich natürlich bergmännisch aus, mit den Werten, die ich gerade aufgezeigt habe, wieder in die richtige Spur gebracht. Deshalb bist du unser Kumpel Frank. Lieber Frank, die Bergleute bedanken sich bei dir. Du hast nochmal deutlich gemacht, dass Kunst und Kohle, Bergbauarbeit nicht im Gegensatz stehen und dafür meinen herzlichen Dank. Jetzt würde ich sagen, lieber Frank, eröffne dir gemeinsam die Ruhrfestspiele 2018 und ich würde sagen auf 3, okay? 1, 2, 3. Die Ruhrfestspiele 2018 sind eröffnet. Glück auf!